Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster. Und ihr seht schon, der Park ist weg. Ja, richtig, das Alpha Update 2 hat mich gezwungen, den Park aufzugeben. So schwer mir das auch fällt, genauso schwer wie euch wahrscheinlich. Ich habe den Park natürlich auch geliebt und sehr viel Zeit da rein investiert, deswegen, es schmerzt ein bisschen. Aber gut, die Gründe dafür hatte ich ja schon in den Kommentaren zum Teil beantwortet. Das liegt einfach daran, dass die Achterbahnen, die wir gebaut haben, und zwar die erste und die dritte, die zweite, die funktioniert noch, weil da ist der Ein- und Ausstiegsbereich auf der richtigen Seite per Zufall. Aber bei den anderen beiden ist es leider falsch und ich kann das nicht mehr wirklich fixen. Ich habe es natürlich versucht, aber gerade auch bei der neuesten, bei der Themenfahrt, bei der Piratenthemenfahrt, da kann ich die Züge auch nicht mehr ändern. Und das sind jetzt so ganz breite Züge, die überall dran klatschen, weshalb das ganze Theming eigentlich für die Katz war. Deshalb also jetzt hier ein neuer Park. Wir starten eine neue Season quasi. Jetzt aber gut, Brilli, nicht zu Rollercoaster Tycoon, nein, Planet Coaster Season 2. Und ja, was hatten wir im alten Park nicht? Wir hatten im alten Park zum Beispiel keine wirkliche Main Street. Also wenn man in den Park reinkommt, dann kennt man das ja. Das ist ja eigentlich erstmal so eine kleine Main Street, wo halt ein paar Geschäfte sind, schöne Gebäude und so weiter. Das hatten wir gar nicht. Und das will ich jetzt hier in dem Park schon mal machen. Deswegen baue ich jetzt erstmal hier quasi den Eingangsbereich und den Anfang der Main Street. Und dann wollen wir mal sehen, ob mir das gelingt. Ich habe einige neue Sachen halt jetzt kennengelernt, die das Gebäudebauen bezieht. Man kann ja jetzt, wie gesagt, die Sachen rotieren, man kann sie auf drei Achsen verschieben. Da dauert alles jetzt momentan noch so ein bisschen länger, bis ich mich da richtig reingefuchst habe. Also seid nicht böse. Ich versuche, wie gesagt, mein Bestes und mein Schnellstes. Ja, in dieser Folge sehen wir also den Anfang, den Beginn unserer Main Street. Und ich hatte vor, halt erstmal so zwei Türme zu bauen, die so ein bisschen nach was aussehen. Mal gucken, ob mir das einigermaßen gelungen ist. Das werden wir halt gleich sehen. Ja, wie gesagt, es gab ein paar Probleme, da in die Steuerung mich erstmal reinzufuchsen. Deswegen, ihr seht öfter mal, dass ich jetzt hier, das ist jetzt wieder auf 1000, ich glaube 1100 mal Geschwindigkeit. Da seht ihr schon, dass ich da relativ lange an so einer Sache sitze, weil, wie gesagt, ich muss mich da erstmal reinfuchsen. Vor allen Dingen, ja, ich weiß, vielleicht werden Kommentare kommen, wie du kannst doch Sachen einfach kopieren. Zum Beispiel das jetzt hier hätte ich einmal machen können und viermal dann halt kopieren. Ja, aber das ist so ein bisschen kompliziert alles. Da muss man immer das Gebäude ausgewählt haben und bei manchen nimmt er die Sachen irgendwie nicht mit. Da muss ich mich also, wie gesagt, erstmal reinfuchsen. Das ist alles nicht so einfach, wie es letztendlich aussieht. Dann hatte ich hier die Balkonage gebaut, die hat mir dann nicht gefallen, dann musste ich sie wieder reinziehen. Und dann hier hatte ich jetzt die Probleme, habt ihr gerade ein bisschen gesehen, mit dem Auswählen. Man kann Sachen irgendwie nicht mehr so leicht auswählen. Was auch schlechter geworden ist im Vergleich zu Alpha 1, ist die Kamera. Ohne Witz, also man konnte beim Alpha 1 konnte man die viel, viel besser scrollen. Jetzt hat die manchmal so richtige Probleme. Ich hoffe, das werden die wieder fixen. Sie hatten auch ganz viele Probleme mit dem Achterbahnbau im zweiten Upgrade. Das haben sie aber schon gefixt teilweise. Da kam direkt einen Tag später ein weiteres Upgrade, was das gefixt hat. Was genau das war, weiß ich nicht, weil ich selber gar nicht ausprobiert habe, da ich noch keine Achterbahn gebaut habe. Aber es ist ja gut, dass sie es jetzt schon gefixt haben und ich dann schön Achterbahn bauen kann, so wie wir es gewohnt sind. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ihr müsst mir mal in die Comments schreiben, ob ihr das im Schnelldurchlauf sehen wollt, wie ich die Main Street baue. Oder ob ihr es nicht sehen wollt, dann baue ich die Off-Cam soweit fertig, bis ich die erste Attraktion baue. Dann kann es aber durchaus sein, dass es sehr lange dauert, bis die nächste Folge kommt. Deswegen, wahrscheinlich zeige ich euch einfach, wie ich im Zeitraffer die Main Street baue. Es wird jetzt noch so ein paar Gebäude dann wahrscheinlich weitergehen. Und dann werde ich die erste Attraktion bauen. Ich habe auch schon die erste Idee, wie ich die in die Main Street soll die kommen. Wie ich die da so ein bisschen einbaue. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Naja, hier seht ihr jetzt jedenfalls weiterhin, wie ich den Turm, den ersten, baue. Und da habe ich teilweise dann halt vergessen, dass das Gebäude angeklickt war, während ich die ganzen Sachen platziert habe. Da seht ihr gleich das Resultat. Ich kann nur einen Teil von diesem Turm verschieben. Ich will den ja doppeln. Auf der anderen Seite der Street soll der ja auch sein, der Turm. Und hätte ich alles ausgewählt, immer, dann könnte ich den einfach komplett nehmen und rübersetzen. Habe ich aber leider nicht. Es sind mehrere Teile. War doof von mir. Das versuche ich in Zukunft zu umgehen. Da, jetzt seht ihr es. Jetzt will ich ihn doppeln und es ist einfach nur die Hälfte. Weniger als die Hälfte. Doof. Aber gut, kann man nicht ändern.
Das heißt, ich musste da dann nochmal selber Hand anlegen, um den so hinzubekommen wie auf der anderen Seite. Das soll ja schon einigermaßen gleich aussehen. Versucht so viele Teile wie möglich rüberzuziehen. Aber naja, es waren nicht viele Teile, die halt ein Modul waren. Das war halt das Problem. Aber gut, man lernt ja dazu, ne? Man lernt ja dazu. Bei dem anderen Park hatte ich so überhaupt noch nicht gearbeitet, so wie ich jetzt hier arbeite, mit Verzierungen und so. Da hatte ich schon eher radikalere Gebäude, die so ein bisschen robuster insgesamt waren. Ihr kennt die ja. Die hier sind jetzt sehr filigran. Teilweise auch Inspiration geholt bei dem Silver Red, heißt der so? Ich glaube schon. Von dem habe ich ein paar Videos mir angeguckt und mir auch ein paar Inspirationen geholt. Weil der macht echt geilen Stuff, das kann man so sagen. Und ein paar hatten mir den ja auch nochmal empfohlen, aber ich kannte ihn halt auch schon. Der geht an keinem vorbei, der sich mit Planet Coaster befasst, von daher, naja, gut. Jetzt sehen wir hier also, wie ich den zweiten Turm baue und man muss halt sehen, dass das so ein bisschen nach was aussieht. Das sollen ja die beiden Eingangstürme werden, die man von Weitem schon sieht. Von Weitem ist witzig, weil da ein riesiger Berg ist und die kommen aus dem Tunnel. Also nichts von Weitem, höchstens wenn man mal auf den Berg spazieren geht. Ist auf jeden Fall auch dieselbe Map wie in dem anderen Park, das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Es ist halt die sehr platt ist und relativ groß. Da können wir dann noch viel mit Terraforming dann machen. Und wollen wir mal sehen, wie das weitergeht. Hier diese Nöppel, die ich da reinmache mit diesen Kaminen. Das habe ich erfunden. Das hat der Brilli erfunden. Gerne zum Inspirieren und Abkupfern bereitgestellt, liebe Freunde, die auch Planet Coaster spielen. So, jetzt neigen wir uns auch bald dem Ende des zweiten Towers. Er ist bald fertig. Hier noch die Kamine dran quasi. Und dann ist er, glaube ich, auch soweit. Und da habe ich hier noch Fahnen oben drauf gemacht. Die dürfen natürlich auch nicht fehlen. So, da habe ich erstmal so richtig kopiert. Da habe ich es rausgekriegt. So, da wollte ich hier so einen kleinen Bogen machen. Mit so Steindingern. Ich hätte gerne als Pflanzen halt so dünne Kletterpflanzen. Das wäre richtig geil. Wenn man jetzt hier so dünne Kletterpflanzen, die das halt so bewuchern, haben könnte. Aber die gibt es leider noch nicht. Und deswegen ist das halt noch nicht grün. Aber es wird natürlich grüner. Mal sehen, wie ich da Pflanzen einbaue und mache. Hier habe ich, wie gesagt, jetzt erstmal so eine Art Bogen gemacht. Vielleicht kommt das hinten nochmal in der Main Street, sodass es so eine Wiederholung gibt. Dann wollte ich schon mal Licht anbringen, so ein bisschen, einfach nur um zu sehen, ob das funktioniert. Da habt ihr gesehen, ich habe versucht, mit Steinen und Pflanzen zu arbeiten, meine Lieblingssachen. Aber das hat hier nicht so gut ausgesehen und nicht so gut funktioniert. So, dann habe ich den Turm nochmal die beigen Wände weggemacht. Ich wollte weiße haben. Und weil man mit Weißen einfach noch mehr anfangen kann. Hier habe ich mir gedacht, kommt ein Balkon hin, auf der anderen Seite aber nicht, sodass da ein bisschen Varianz auch in den Gebäuden ist. Dann kamen hier schon mal wieder die Holzecken. Das sieht einfach viel geiler aus, wenn da so ein bisschen so ein Bruch drin ist und nicht alles komplett weiß. Und dann, glaube ich, habe ich mich an die vordere Fassade begeben. Gab es noch ein paar Probleme. So, dann habe ich hier mal versucht, die Fenster umzudrehen. Das ist von diesem Silver Red. Und das sieht eigentlich ganz geil aus, so. So umgedrehte Fenster, müsst ihr euch mal denken. Brilli, bist du verrückt geworden? Kannst du nicht einfach Fenster umdrehen? So, jetzt müsste ich mich hier an die Steuerung erstmal gewöhnen mit dem Drehen und so. Spiegeln drehen und was es da alles gibt. Da hätte ich halt auch wieder doppeln können. Aber da das sowieso schon irgendwie ein Gebäude war, war das doppelt schwierig. Aber deswegen musste ich es halt quasi manuell auf beiden Seiten machen. Aber ist einigermaßen geglückt. Aber das werden wir jetzt sehen. Und dann sind die beiden Türme, wenn jetzt hier die Fassade gleich fertig ist, sind die beiden Türme soweit auch schon fertig. Bis natürlich auf die anderen Seiten. Aber von vorne meine ich jetzt. Und dann geht es auch schon daran, wie das Gebäude weitergeht. Da habe ich erstmal gedacht, auf der rechten Seite kommen erstmal zwei weitere Module dran, die ich jetzt anfange gleich. So, jetzt ist auf jeden Fall sind jetzt die Fronten schon mal fertig von den beiden Türmen. Das ist ja schon mal was. So, und dann habe ich mich hier daran begeben, das soll ja eigentlich, glaube ich, ein Hotel werden. Und da gibt es dann weitere Zimmer in diesem Flügel, der jetzt entsteht. Da habe ich mit diesen Dachrinnen gearbeitet. Das ist ziemlich nervig irgendwie, die richtig auszurichten, dass es einigermaßen passt. So, was passt hier ungefähr hin?
Und jetzt habe ich versucht, Fensterläden zu den Fenstern zu machen und das habe ich sogar hinbekommen. Das ist geil oder was? und dann habe ich wieder versucht, ein bisschen zu verzieren. Das hier war der erste Versuch, hat mir nicht so gefallen. Deswegen kommt das gleich nochmal irgendwie weg. So, jetzt. Und dann nochmal habe ich mit diesem komischen Shop-Ding gearbeitet und das ein bisschen nach hinten gezogen. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Da musste ich aber, weil ich jetzt wieder die Fenster nicht mit drin hatte, die anderen, die mit den Läden, muss ich die erstmal wieder wegmachen und wieder hinmachen, während ich das Modul ausgewählt habe, damit die halt in diesem Modul drin sind. Und wenn ich es gleich verschiebe, kann ich es halt komplett verschieben. Das heißt, gleich werdet ihr das erste Mal sehen, wie ich etwas komplett verschiebe. Sehr schön, habe ich mir gedacht. Sehr, sehr schön. Endlich auch mal geschafft. Und ja, dann neigt sich die Folge jetzt auch schon dem Ende. Also viel ist nicht passiert. Es ist halt, wie gesagt, erstmal Main Street Work. Aber das muss halt auch gemacht werden. Denn ich will dieses Mal echt eine schöne Main Street bauen. Und bis jetzt finde ich den Anfang, der ist ganz gelungen. Wenn euch irgendwas nicht gefällt, bitte in die Kommentare. Wenn es euch gefällt, bitte auch in die Kommentare. Nein, wenn es euch gefällt, einfach nur glücklich sein. Ja, ihr müsst nichts schreiben, ihr müsst auch den kleinen Daumen hoch geben. Wäre natürlich nett, aber keiner ist gezwungen. So, und da seht ihr, ich hab's gedoubled. Yeah! Ich hab's gedoubled. So, jetzt kommt wieder diese Dacharbeit, die nervt, die Dinger da richtig auszurichten. Das ist richtig nervt. Das kann man nicht anders sagen. So, dann neigt sich die Folge jetzt auch zu dem Ende. Ich sage Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann geht's weiter mit der Main Street. Vielleicht schon das erste Karussell, weiß ich noch nicht. Kommt drauf an, wie schnell ich vorankomme. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal hier bei Staffel 2 von Planet Coaster. Ich freue mich auf euch. Haut rein, macht's gut, euer Brilli. Tschüss, tschüss.